Hallo, mein Name ist Carsten Schwanke und ich habe den YouTube-Kanal von Exopolitik gekapert, um euch ein für alle Mal darüber aufzuklären, gibt es UFOs? Ich bin heute auf der Suche nach Aliens. Denn wir bekommen oft die Frage gestellt, gibt es eigentlich UFOs? Eine spannende Frage. Und dahinter verbirgt sich ja das Rätsel nach außerirdischem Leben. Gibt es außer uns noch andere Lebewesen in diesen unendlichen Weiten des Universums? Ein Thema übrigens, das auch von Wissenschaftlern erforscht wird. Und das werden wir heute mal etwas genauer beleuchten. Ich bin heute auf der Suche. Auf der Suche nach Aliens. Denn wir bekommen oft die Frage gestellt, gibt es eigentlich intelligentes Leben da draußen? Eine spannende Frage. Denn dahinter verbirgt sich ja das Rätsel, warum das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ausgerechnet mich dazu auserkoren hat, über UFOs zu reden. Ein Thema übrigens, das auch von Wissenschaftlern erforscht wird, wodurch das Rätsel, warum ich hier sitze, umso rätselhafter wird. Und das werden wir heute mal genauer beleuchten. Okay, fangen wir mal an. Wie ist das jetzt mit den UFOs? UFO bedeutet ja erst einmal nichts anderes als unbekanntes Flugobjekt. Und davon kann es etliche geben. Allein geheime militärische neue Flugzeuge, von denen niemand etwas wissen darf. Das sind in dem Moment dann für mich UFOs. Okay, fangen wir mal an. Wie ist das jetzt mit den UFOs? UFO bedeutet ja erstmal nichts anderes als unbekanntes Flugobjekt. Zumindest für uns Wetterfrösche aus Wolkenkuckucksheim, von denen keiner etwas wissen darf. Für Wissenschaftler sind es zwar unidentifizierte Flugobjekte, weil sie sich die Flugeigenschaften genauer angeguckt haben, aber wollen wir mal nicht kleinlich sein. Allein in unserer Galaxie, in der Milchstraße, wird es wahrscheinlich Milliarden Planeten geben. Nicht alle haben lebensfreundliche Umweltbedingungen. Aber unter diesen Milliarden von Planeten wird es auch genug geben, die den optimalen Abstand zu ihrer Sonne haben, ähnlich wie die Erde, und auf denen es sehr wohl Leben geben könnte. Und warum sollten die nicht auch fliegen können? Und wenn sie es können, kommt man natürlich sofort zu der Frage, waren sie schon auf der Erde? Ufologen behaupten ja und führen auch einen Beweis an, zum Beispiel die sogenannten Landebahnen, die es in Südamerika gibt, die Nazca-Linien. Das sind schnurgerade Linien im Wüstenboden über mehrere Kilometer Länge. Hier ist zum Beispiel eine solche Linie dort. Aber mal zurück zu unserem Thema. Wenn die Außerirdischen es schaffen, solche gigantischen Entfernungen bis zur Erde zurückzulegen, glaubt irgendjemand ernsthaft, dass sie dann diese holprigen Wüstenlinien brauchen, um hier zu landen? Das ist Quatsch. Allein in unserer Galaxie in der Milchstraße wird es wahrscheinlich Milliarden Planeten geben. Und nicht alle Außerirdischen können so einen Sprung in der Schüssel haben wie ich. Und wenn sie es können, dann kommen wir natürlich sofort zu der Frage, würden die auch behaupten, dass sogenannte Ufologen die Nazca-Linien als einen Beweis für Besuche von UFOs anführen? Diese schnurgeraden Linien im Wüstenboden von Peru, von denen kein ernstzunehmender UFO-Forscher je behauptet hat, dass es Landebahnen der Außerirdischen seien. Also, wenn es nicht mal die Außerirdischen schaffen, solchen gigantischen Blödsinn zu erzählen, glaubt da eigentlich irgendjemand ernsthaft, dass ich auch nur die geringste Ahnung habe von dem, was ich hier erzähle? Das ist Quatsch. Und auch die angeblichen UFO-Sichtungen in neuerer Zeit lösen sich meistens in heiße Luft auf, wenn man sie genauer unter die Lupe nimmt. Mal sind es Wetterballons oder spannende Wolken, die aussehen wie fliegende Untertassen. Und auch die Videobeweise entpuppen sich oft als simple Fälschungen, wenn man sie genauer untersucht. Und auch meine angeblichen Fakten über UFO-Sichtungen lösen sich meistens in heiße Luft auf, wenn man sie genauer unter die Lupe nimmt. Und wie schön, dass es das Wort meistens gibt, mit dem ich suggerieren kann, dass es sich im Grunde immer um Wetterballons oder spannende Wolken handelt, die dann als fliegende Untertassen fehlgedeutet werden.
Denn auch das umstrittene Foto des Dreiecks-UFOs entpuppt sich für mich als der ultimative Beweis, dass es bis heute keinen einzigen Beweis gibt. Doch auch wenn es bis heute keinen einzigen Beweis gibt, dass Außerirdische existieren, stellen wir uns mal vor, sie würden uns eines Tages hier auf der Erde besuchen. Warum sollten sie das tun? Suchen sie vielleicht einen neuen Lebensraum? Es gibt Wissenschaftler, die warnen davor. Und die sagen, wir sollten aufhören, aktiv Signale ins Weltall hinaus zu posaunen, um auf uns aufmerksam zu machen. Stellen wir uns vor, die Außerirdischen würden uns eines Tages hier auf unserer Erde besuchen. Würden sie mich dann darauf aufmerksam machen, dass solche Dreiecks-UFOs Anfang der 90er Jahre während der monatelang anhaltenden belgischen UFO-Welle dutzendfach beobachtet worden sind und wegen denen die Luftwaffe mehrere Male Kampfjets losschicken musste? Würden sie mich daran erinnern, dass ihre Fluggeräte hunderte Male von erfahrenen Flugzeugpiloten gesehen und auf militärischem Radar erfasst worden sind? Und würde mich das dazu bewegen, mir lieber mal die militärischen UFO-Akten aus 20 Ländern anzuschauen oder die Publikationen von mindestens 5 staatlichen UFO-Forschungsbehörden weltweit? Warum sollte ich das tun? Es gibt Wissenschaftler, die warnen davor und die sagen, wir sollten vermeiden, echte Informationen über UFOs hinaus zu posaunen. Denn sonst wird das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt noch darauf aufmerksam, dass da was dran ist. Und dann wäre ich als ahnungsloser Wetterfrosch meinen neuen Job los. Apropos Signale. Recherchiert doch einmal, was es mit dem legendären Wow-Signal auf sich hat. Das lohnt sich. Da kommt ihr bestimmt auf spannende Geschichten. Apropos Signale. Recherchiert doch einmal, was es mit dem legendären Wort Recherche auf sich hat. Das lohnt sich. Da kommt ihr bestimmt auf spannende Geschichten.